So, hallo ihr Lieben, ich melde mich mal wieder aus meinem Wohnzimmer. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe vor lauter Homeoffice und am Schreibtisch sitzen, was ich gar nicht gewöhnt bin, schon ein bisschen Rücken hier und ein Rücken da. Deswegen habe ich mir gedacht, wir machen heute einfach mal ein paar Übungen für unseren Rücken, um uns da ein bisschen zu stärken und zu kräftigen. Wir fangen erstmal im Stehen an. Ihr öffnet die Beine hüftbreit, geht leicht in die Knie, macht den Bauch fest. Nehmt eure Arme neben die Ohren nach vorne und ihr könnt erstmal in schnellen Bewegungen die Arme gegeneinander bewegen. Übung Nummer 2, aus derselben Grundposition die Arme strecken und zieht eure Ellbogen nach hinten. Das heißt, ihr nehmt die Schulterblätter zur Wirbelsäule ran und streckt die Arme ran. Und streckt die Arme. Denkt daran, eure Halswirbelsäule immer in Verlängerung der Wirbelsäule zu halten und den Bauch schön fest anzuspannen. Dritte Übung, ihr nehmt die Arme auch wieder nach vorne, neben eure Ohren, der Kopf ist in Verlängerung und ihr zieht jetzt nur mal den Bauchnabel ein und kippt das Becken vor und zurück. Nur das Becken vor und zurückkippen. Vor und zurück. Das sind jetzt mal drei Übungen im Stehen. Jetzt nehme ich euch noch mit auf den Boden nach unten. So, wir fangen ganz gemütlich an. Spannt euren Bauchnabel und zieht euren Bauchnabel ein. Versucht das Brustbein vom Boden abzuheben. Legt die Stirn auf eure Hände. Und dann hebt ihr nochmal die Ellbogen hoch und wieder ab. Hoch und wieder ab. Hoch und ab. Und die letzte Übung für heute. Ihr streckt eure Arme nach vorne aus. Trefft euch mit den Händen über den Po. Streckt die Arme nach vorne. Klatschen. Zurück. Klatschen. Auch hier ist es wichtig, dass euer Blick zum Boden geht, damit die Halswirbelsäule in Verlängerung von der Wirbelsäule bleibt. So, ich hoffe, ihr macht euch weiterhin fleißig mit mir zusammen fit und bleibt daheim. Bis bald!